Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir machen es jetzt so, dass hier unsere Studienleiterin Dr. Katharina Löffler und von der KIB-Landesstelle Herr Johannes Judith, die haben Fragen sortiert und geclustert und sind jetzt quasi präpariert, das einzuspeisen, was von Ihnen, vor allen Dingen von Ihnen an den Bildschirmen zu Hause und in den Gruppen der KIB kommt. Und wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir auch noch mit dem Saalmikro weitermachen. Aber jetzt erst einmal das, was aus dem Stream an Fragen zu Ihnen kam. Bitte sehr. Ja, ein herzliches Willkommen auch noch von uns beiden, von Herrn Judith und mir. Sie haben wahnsinnig viele Fragen eingereicht, unglaublich spannende Fragen. Also es ist uns sehr schwer gefallen, das hier alles zu clustern, zu ordnen. Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen und würden damit jetzt loslegen. Viele Fragen, die uns erreicht haben, beziehen sich natürlich auf den Nahostkonflikt, auf die Frage, wie es weitergehen wird, kurzfristig, aber auch langfristig. Ab Nikodemus, Sie haben ja von Ihren vielen Kontakten in der Bevölkerung vor Ort gesprochen. Was hören Sie aus Ihrem vielfältigen Netzwerk an Stimmungen, an Einschätzungen, Meinungen? Und was glauben Sie selbst? Wie kann es die nächsten Tage, Wochen, Monate weitergehen, jetzt eher die kurzfristigere Perspektive? Ja, danke. Ich höre natürlich alles Mögliche. Also jetzt sozusagen alle Einschätzungen hier zu servieren, dann ist der Abend rum. Es gibt natürlich auch erstmal die Grundhaltung. Bin ich eher Pessimist? Und ich habe natürlich auch sehr viele Freunde, auch bis hin zu meinen Brüdern, die eher sehr skeptisch in die Zukunft schauen. Dann gibt es dann Leute, zu denen ich eher gehöre, von meinem Naturell, die immer optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Das muss ich jetzt sozusagen als Warnhinweis sagen. Also ich bin jetzt auch nicht der, der den Dritten Weltkrieg da irgendwie herbeireden will oder herbeisehnt oder ihn sieht. Ich hoffe, und das ist sozusagen, was ich mitbekomme, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen keine Lust hat jetzt auf einen Flächenbrand. Also ich habe tatsächlich auch sogar einen Kontakt in Libanon, also da hat keiner Lust, das eskalieren zu lassen, außer vielleicht einige wenige Stimmen. Bei vielen Israelis, die wollen einfach auch wieder zurück zu einem normalen Leben. Und es wächst ja auch der Druck auf die jetzige Regierung, auch auf Netanyahu, dass da jetzt endlich mal auch, also klar, die Geiseln befreit werden, absolut, aber dass dann auch bald mal hier Ende ist. Und natürlich die Palästinenser sehen sich natürlich ganz dringend nach dem Ende. Also das heißt erstmal grundsätzlich, ich bin hoffnungsvoll, dass wir im Sommer, ich hoffe, keinen Krieg mehr haben. Also Frieden ist was anderes, aber keinen Krieg mehr haben. Gerne auch noch früher. Die Grundsatzfrage, die auf den Tisch muss, und das ist tatsächlich so, ist eine langfristige Perspektive. Also dieser Krieg ist definitiv nicht militärisch zu lösen, das ist jetzt schon klar. Wenn man jetzt ganz kritisch guckt, was wurde erreicht. Eine einzige Geisel ganz am Anfang wurde militärisch befreit. Seit dem Waffenstillstand keine einzige Geisel. Es wurde keiner von den ganz großen Namen wirklich gefasst im Gazastreifen. Also man sieht, auch die Hamas ist immer noch einigermaßen funktionsfähig. Natürlich hat sie große Verluste erlitten, große. Aber sag ich mal, man merkt erstmal auf dieser Sache, das ist viel mühsamer, als das irgendwie dargestellt wurde, jetzt von der militärischen Perspektive. Und ich meine, nachhaltig kann man die ganz große Frage stellen. Hamas ist eine Ideologie. Das heißt, nehmen wir mal an, sogar man würde militärisch jetzt komplett alle Ziele erfüllen. Ich sag mal, das, was da passiert, geht, glaube ich, so tief auch in die Psyche der Menschen in Gaza, dass man schon erahnt, da ploppt wieder was auf. Also das ist sozusagen, ich sehe da auch keine militärische Lösung. Ich glaube, was es braucht, ist eine echte Lösung. Und was es braucht, und da zitiere ich gerne Amos Oz, wir brauchen eine Enttabuisierung des Kompromisses. Also es gibt wirklich, der Kompromiss ist dermaßen schlecht geredet. Und ich finde es auch mal anstrengend, und da können sich beide Seiten die Hand reichen, wenn man dann wieder zur UNO nach New York fährt und stolz heimkehrt, dass man keinen Millimeter nachgegeben hat. Ja, okay. Also das heißt, es braucht, glaube ich, diese Bereitschaft auch zu sagen, wir müssen aufeinander zugehen, auch Kompromisse schließen, Zugeständnisse machen.
Und ich glaube, was es braucht, ist auch diese Empathie für das Anliegen der jeweils anderen Seite. Und ich glaube, Sie haben das schon oft von mir gehört, ich wiederhole es gerne mal. Also nach 20 Jahren, wenn ich jetzt mal wage und gezwungen werde, etwas runterzubrechen, was ich verstanden habe als Grundsehnsucht, ist es für die jüdischen Israelis die Sehnsucht nach Sicherheit, gerade durch die traumatisierende Erfahrung der Shoah, was natürlich einfach im kollektiven Gedächtnis dieses Staates steckt, nie mehr Opfer sein, nie mehr ausgeliefert sein, nie mehr wehrlos sein. Und das heißt also diese ganz tiefe Sehnsucht nach einem sicheren Hafen. Und das ist übrigens auch für mich die einfachste Begründung des Existenzrechts Israels. Ich werde immer skeptisch, wenn Leute mit Gott anfangen, da sage ich, den müssen wir jetzt da mal nicht dafür, sondern man kann das, glaube ich, wirklich rein, sage ich mal, säkular begründen. Nämlich zu sagen, Israel als ein sicherer Hafen für alle jüdischen Menschen weltweit. Das heißt, jeder Jude weiß, wenn der Antisemitismus in meinem Land zu groß wird, kann ich mich ins Flugzeug setzen, kann nach Israel fliegen, kann dort angstfrei Jude sein. Und diese, sag mal, Sehnsucht wurde massivst erschüttert am 7. Oktober. Da ist was komplett zerbrochen. Das heißt, da sind die Israelis in eine absolute Achillesferse getroffen worden. Und gespiegelt auf der anderen Seite bei den Palästinensern die ganz große Sehnsucht nach Freiheit, einen eigenen Staat zu haben, sich selbst regieren zu können, eine eigene Währung zu haben, damit sozusagen ökonomisch, politisch im Sinn des Selbstbestimmungsrechts der Völker auch agieren zu können und nicht sozusagen immer abhängig zu sein von Israel. Und die sind jetzt auch massivst an ihrer Achillesferse getroffen worden, weil sozusagen das Gebiet, wo sie quasi ungestört so vor sich hin tun konnten, ist jetzt massiv besetzt, nämlich Gaza. Und die Westbank erleben wir das ja auch. Und das heißt, wenn man so will, haben wir jetzt zwei Bevölkerungen, die sich gegenüberstehen und jetzt tief traumatisiert sind. Und das sage ich jetzt auch als Christ, der dort lange lebt. Ich kann beide nicht bis zum Letzten richtig nachvollziehen, weil ich privilegiert bin. Ich habe halt eben nicht diese Familiengeschichte, nicht dieses, was die jüdischen Israelis haben, die wirklich sagen, wenn uns Israel genommen wird, wo sollen wir hingehen? Und ich habe natürlich einen europäischen Pass. Ich werde die Palästinenser nie verstehen, die sagen, ja, du hast einen Pass. Du kannst überlegen, fliegst du von Amman oder Tel Aviv? Vieles, was du als normal nimmst, haben wir nicht. Das heißt, das muss man auch sehen. Also ich glaube, für beide Seiten braucht es auch nochmal ganz viel Empathie. Und ich gebe auch zu, ich bin total privilegiert, dort zu leben, in meiner Situation, weil ich quasi... Ich habe die Freiheit und ich habe auch die Sicherheit, mehr oder weniger. Gut, die wird jetzt von einigen Radikalen angefragt, aber die würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Und das ist, glaube ich, die Lösung, um das zu sagen, da muss man hin. Wie schaffen wir ein Szenario politisch, dass Israel Sicherheit bekommt und Palästina Freiheit? Und ich finde, drunter gibt es keinen Frieden. Ja. Ich würde da gerne eine kleine Zwischenfrage stellen. Wie schätzt du die israelische Mehrheitsmeinung ein? Glaubt die Mehrheit der Israelis, dass durch die Militäroffensive in Gaza ihr Land sicherer geworden ist? Ich kenne da nicht die absoluten Umfragen. Es gibt so viele Umfragen, die durchs Netz laufen. Im Zweifelsfall aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, es gibt wieder alle möglichen Stimmen, es gibt wieder diese und jene Meinung. Das ist auch in Palästina so. Ich glaube, was wir aufpassen müssen, und das finde ich auch, wenn die Leute sagen, die Israelis und die Palästinenser, sag ich, ja, die würde ich gerne mal kennenlernen, die Israelis, die Palästinenser. Ich kenne nur in beiden Gesellschaften ein Meinungsspektrum, das enorm ist und das auch in sich komplett, also wenn man einfach sieht, wie bunt beide Gesellschaften sind und wie hochkomplex und vielfältig in ihren Meinungen. Deswegen im Zweifelsfall, es gibt keine Meinung, die es nicht gibt, die jemand vertritt. Und wir müssen auch, glaube ich, aufhören mit diesem Klischee, als ob da nach dem Motto, die Israelis wie ein Mann hinter Netanjahu stehen, nein, tun sie nicht. Und die Palästinenser wie ein Mann hinter der Hamas stehen, nein, tun sie nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das Meinungsspektrum ist viel, viel bunter, hat viel mehr Grautöne, als ob beide da sich total einig wären. Nein, also, klar. Ja, Sie haben es ja schon anklingen lassen, der Kompromiss, das Miteinanderreden. Sehr viele Fragen haben sich in die Zukunft gerichtet. Wie kann dieser Konflikt dauerhaft gelöst werden?
Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung, welche Modelle gibt es? Sehen Sie aktuell Möglichkeiten, dass dieser Konflikt noch gelöst werden kann, dass es dauerhaften Frieden geben kann? Und falls ja, bei welchen Teilen der israelischen oder auch palästinensischen Bevölkerung kann man ansetzen? Gibt es da Leute, die sich für Frieden einsetzen? Um mit dem Letzten zu beginnen, ja, die gibt es. Es gibt Menschen, die an Frieden glauben. Es gibt wunderbare Menschen auf beiden Seiten. Es gibt auch wirklich sehr berührende Initiativen. Ich nenne mal wieder eine andere, Parent Circle. Das finde ich sehr, sehr wirklich etwas, was mich sehr tief berührt. Das sind Eltern von Israelis und Palästinenser, die ihr Kind verloren haben. Also auch das, sag mal, ich glaube, es gibt nichts Schmerzhafteres. Das weiß ich jetzt auch als Seelsorger. Ich sag mal, der Worst Case jeder Trauerbegleitung ist, wenn Eltern ihr Kind beerdigen. Weil da ist etwas ganz zutiefst gegen unser Innerstes. Die jüngere Generation soll die ältere beerdigen, nicht umgekehrt. Und schlimmer wird es, wenn es nicht eine Krankheit ist, sondern ein Unglück, ein Unfall, sondern eben, weil ein Terrorist einen israelischen jungen Mann, junge Frau umgebracht hat oder ein Soldat eben einen Palästinenser erschossen hat, einen jungen Mann. Und da gibt es die Eltern, die sagen, am Ende sind wir trauernde Mütter, trauernde Väter. Und wir sind Opfer als Eltern dieses Konfliktes. Und jetzt geht es auch gar nicht um, wer hat, also irgendwie aufwiegen hin und her einfach, wir stehen trauernd da. Und wir wollen vermitteln, das soll nicht mehr passieren. Wir möchten, dass keine Eltern in dieser Region das erleben müssen, was wir erlebt haben, unser eigenes Kind zu Grabe zu tragen, weil es halt zur falschen Zeit am falschen Ort war und so. Und das finde ich sehr, sehr berührende Initiativen. Die werden natürlich auch kriminalisiert, das muss man auch sagen. Es gibt natürlich dann auch Hardliner, die sagen, ja, da wird etwas gleichgestellt, was nicht zu vergleichen ist. Das ist übrigens ein Vorwurf, den man sehr oft hört. Dann muss ich aber sagen, ja, ich finde diese Perspektive sehr sympathisch, weil sie genau auf der Linie ist, die ich ja schon auch gebracht habe, nämlich die Würde des Menschen. Jedes menschliches Leben ist kostbar. Und am Ende, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, trauert eine Mutter anders, wenn sie weiß, in Gaza, ja, mein Kind ist jetzt hier unter den Trümmern begraben, im Sinne eines völkerrechtlich legitimierten Selbstverteidigungsrechts, trauert die dann irgendwie weniger als eine Mutter, die sagt, mein Kind wurde ermordet von den Terroristen der Hamas. Also das kann man dann völkerrechtlich und rechtlich und juristisch und moralisch anders beurteilen. Aber von der Perspektive einer Trauernden ist eine Menschenmutter, die um ein Menschenkind trauert. Und ich glaube, diese Perspektive finde ich so kostbar, dass wir nicht gleich in diese Zynik des Objektiven, das nach dem Motto, ja, lass uns reden über juristische, wirtschaftliche, politische Implikationen. Das sollen gern noch die tun, die dafür verantwortlich sind. Aber ich glaube, diesem ganzen Diskurs braucht es auch diese Stimme, die auch sagt, okay, ich verstehe nicht alles, diese ganzen Zusammenhänge. Ich sehe aber nur Menschen, Menschenkinder, Menschenmütter, Menschenväter. Und ich glaube, diese Perspektive ist sehr, sehr wertvoll. Ich will aber der Frage nicht wegrennen. Es war die Frage, die Zukunftsperspektive. Ich glaube, ich sehe zwei Zukunftsperspektiven. Wenn die Menschen lauter Engel wären und kurz vor der Heiligkeit, dann würde ich sagen, eine Einstaatenlösung ist das Schönste und Beste, was es gibt. Ein Staat, der multireligiös, multiethnisch, multikulturell, alle zusammenleben, Juden, Christen, Muslime freuen sich einander, jeder respektiert die Religion des anderen, jeder schaut, dass der andere, dass es gut geht, dass man zusammenlebt, zusammen das touristisch voranbringt, dass man guckt, dass die staatlichen Feiertage Juden, Christen, Muslime berücksichtigen und es sozusagen eine kulinarische Fusion-Küche von allen, die da wohnen und alles wunderbar. Ich sag mal, das ist in einer idealen Welt. Weil wir Menschen aber, glaube ich, auch gerade im Nahen Osten jetzt nicht alle kurz vor der Heiligkeit stehen, bin ich dann doch wieder für die Zwei-Staaten-Lösung. Die ist jetzt nicht so visionär und nicht so, übrigens die Ein-Staaten-Lösung wäre natürlich gleiche Rechte für alle, mit natürlich einem absoluten Respekt. Und ich meine, da müssten so viele Voraussetzungen erfüllt sein. Nochmal, dass die jüdischen Israelis die Sicherheit haben und die Palästinenser die Freiheit. Also, wie gesagt, große Vision. Wie gesagt, man soll nicht zu klein denken, vielleicht kommt es dazu,
Aber ich würde sagen, das Realistische ist, um diese Quadratur des Kreises zu schaffen, ist eine Zwei-Staaten-Lösung, wo man natürlich dann einfach ganz klar gucken muss, wie kann Israel ein Staat sein, der sich auch verteidigen kann, der jetzt nicht irgendwie Proxy vom Iran neben sich hat und dann sozusagen, sondern da muss man auch gucken, zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, ein palästinensischer Staat sollte entmilitarisiert sein. Ich denke, da sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, warum der jetzt sozusagen eine eigene Armee aufbauen muss und. Also sag mal, da könnte man ja praktisch überlegen, aber ich glaube, es wäre die Quadratur des Kreises, Palästina Freiheit zu geben und Israel Sicherheit. Okay, danke schön. Im ersten Teil hieß es, gab es mal die Frage, Religion als Teil der Lösung oder Teil des Problems. Da gab es auch die eine oder andere Frage dazu. Welche Rolle spielt Religion in diesem Konflikt und welche Rolle könnten Vertreter der verschiedenen Religionen spielen im Dialog, im Austausch? Oder was tun sie bereits? Genau, über die Frage freue ich mich sehr, weil ich da jetzt sozusagen mal gegen einen Vorurteil ankämpfen kann. Das Problem im Nahen Osten ist nicht, dass Religion sich politisiert. Also ich kenne jetzt weder den lateinischen Patriarchen und die anderen Patriarchen noch Rabbiner oder Imame, die jetzt sozusagen politisch da jetzt abgehen und irgendwelche Meinungen da haben. Es gibt, mag sicher einige Hassprediger geben, die dann aber nicht wirklich prominent in der ersten Reihe sind, sondern eher, sag ich mal, so Selfmade-Typen, die dann irgendwie ihre Hassbotschaft bringen, aber die große Mehrzahl der Religionsverantwortlichen ist da überhaupt nicht politisch unterwegs, sondern ruft wirklich auf zu Frieden, Versöhnung hin und her. Das Problem ist, was ich sehe im Nahen Osten, dass Politik sich religionisiert. Das ist ein Riesenproblem. Und das nervt mich richtig, weil es sozusagen ein Kommunikationsfaul ist. Weil klassisch müsste man eigentlich sagen, okay, wir setzen uns jetzt zusammen. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Okay, was braucht's? Wo ist ein Grenzverlauf? Wie ist die Ressourcenverteilung? Wie ist die Frage eben zum Beispiel Israel sehr stark beschäftigt, eben die Sicherheit. Wie ist das sozusagen dann konstruiert? Wie geht man dann um mit dem wirtschaftlichen Agieren? Das sind ja total säkulare Fragen, die ich natürlich als Religiöser sage, ja, Gott hat uns einen Verstand geschenkt. Gott hat uns die Fähigkeit zur Kommunikation, zum Dialog geschenkt. Da würde ich sagen, so, Gott hat uns damit ausgestattet, jetzt reden wir darüber. Aber das droht ja sehr, in Kompromiss zu gehen. Also sage ich, nee, Gott will das aber nicht und Gott will das und so. Ich meine, das ist ein Kommunikation. Ich meine, wenn Gott das will auf einmal und wenn, also ich meine, ich finde es tatsächlich blasphemisch. Also die Vorstellung, dass Gott da mit dem Atlas oder mit dem Globus im Himmel sitzt und sagt, ich will die Grenze aber hier. Also ich muss sagen, das entspricht nicht meinem Gottesbild. Und da ist wirklich so, wenn beide Seiten, da schenken sich auch wieder nichts, man sieht am meisten Heilige Schriften zitieren Politiker. Aber natürlich in einer übelsten Steinbruchexegese, die dann wirklich sagen, ja, Gott ist auf meiner Seite. Und da muss ich sagen, das ist das Problem, dass sich Politik religionisiert und nicht, dass sich Religion politisiert. Und tatsächlich, ich kann mal sagen, was jetzt klassische Stimmen sind von Religionsführern. Zum Beispiel eine Sache, die ich absolut berührend fand, die dann aber auch so weggelächelt und weggeschoben wurde, war zum Beispiel der lateinische Patriarch. Also mein Bischof, der einen tollen Titel, seine Seligkeit, lateinische Patriarch, der hat bei dieser ganzen Sache, wo es ging um die Geiselbefreiung, hat er gesagt, ich biete mich an. Wenn dafür Kinder und Frauen rauskommen, liebe Hamas, liebe Israel, tauscht mich ein. Ich bin bereit für einen Geiselaustausch, dann sollen sie mich nehmen. Das war dann aber irgendwie auch, das war nicht in dem Konzept, ne? So denn. Aber das sind quasi, das ist eine religiöse Stimme. Und das ist halt der Punkt. Also ich würde sagen, und es gibt ähnlich wirklich visionäre Stimmen, die mich sehr berühren von religiösen Seite. Also ich muss sagen, in diesem Konflikt, wem ich am liebsten zuhöre, sind den religiösen Menschen. Weil die haben nämlich wirklich Lust auf Versöhnung, Frieden und Zukunft. Und am schwierigsten finde ich gerade auf beiden Seiten erträglich. Muss ich wirklich sagen, die Dehumanisierung, auch im politischen Diskurs, wenn den anderen sogar das Menschsein abgesprochen wird. Uns hat eine ganze Reihe von Fragen erreicht zu der israelischen Gesellschaft und auch zur palästinensischen Gesellschaft. Und ich würde mal mit der einen
Seite anfragen. Wir haben eben schon gehört, dass das Ganze vielschichtiger ist, als man das so denkt. Also es gibt nicht einen monolithischen Block. Und hier ist auch direkt eine Frage, die da hingeht im Hinblick auf die Ultraorthodoxen in Israel und den Umstand, dass sie keinen Militärdienst verpflichtend leisten müssen. Und einfach die Einschätzung dazu, wie geht der Rest der israelischen Gesellschaft damit um? Und wie hält diese Gesellschaft überhaupt diese Spannung aus, die es im Inneren gibt, zwischen diesen sehr kontrastierenden Positionen? Wir haben es vorhin schon gehört, friedensbewegten Menschen in Israel und zum Teil sehr radikalen Stimmen auch in der aktuellen Regierung. Also wie wird diese Spannung innerhalb der israelischen Gesellschaft ausverhandelt und wie hält diese Gesellschaft diese Situation überhaupt aus? Was man wirklich sagen kann und wo man, ja, also wirklich sagen kann, eine quicklebendige Zivilgesellschaft Israel, also Israel ist wirklich eine sehr gesunde demokratische Gesellschaft, wo wirklich hart diskutiert wird, also wirklich kontrovers diskutiert wird, engagiert diskutiert wird. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die inneren Spannungen enorm sind. Und das sagen ja manche sogar so, ja, wenn der Nahostkonflikt verschwindet, also sozusagen das Problem des Gegenübers, poppt auf einmal stärker auf die Beschäftigung mit der Gesellschaft selbst. Es gilt übrigens auch von den Palästinensern nicht weniger. Also die palästinensische Gesellschaft ist nicht weniger bunt. Die wird gerne immer auch so dargestellt, als ob die monolithisch wäre. Also ich sag mal, so ein säkularer Unternehmer in Ramallah hat mit einem Dschihad-Islamist in Rafah sehr wenig zu tun, sehr, sehr wenig. Also das ist ähnlich bunt wie auf der israelischen Seite. Also da muss man auch sagen, es sind wirklich zwei sehr, sehr bunte Gesellschaften, die sehr, sehr disparat sind. Tatsächlich, was die Ultraorthodoxen betrifft, ich glaube, ich bin einer der wenigen Verteidiger dieser Gruppe. Ich habe tatsächlich ein großes Herz für die. Die werden immer sehr dargestellt und ich habe das Gefühl, man darf auch gegen eine Gruppe Juden hetzen, ohne Antisemit zu sein. Das sind die. Das merke ich immer wieder. Gegen die darf man schimpfen und die Schlimmen, die Schwarz-Weiß und ja, und wo ich dann sage, also Entschuldigung, also erstmal sind die Seele des jüdischen Staates, weil wenn es die nicht gäbe, ich sag mal, die halten ja wirklich auch diesen Charakter da offen und leben den auch sehr konsequent. Dass sie nicht zur Armee gehen, finde ich jetzt nicht wirklich unsympathisch. Also da bin ich vielleicht zu sehr Pazifist. Also ich bin der Letzte, der jemand vorwirft, der nicht zur Armee geht. Also da sehe ich jetzt auch nichts, wo ich einen Vorwurf draus konstruieren könnte. Zumal sie die sehr sympathische Einstellung haben, beten ist wichtiger als Dienst an der Waffe. Wo ich dann auch sagen würde, ja, wenn alle so denken würden, wäre das durchaus eine Friedenslösung weltweit. Also klar, ich übertreibe es, aber ich sag mal, auch das finde ich jetzt nicht. Natürlich, das große Problem ist, sie haben eine große Gegnerschaft, sind nicht sehr beliebt. Viele Säkulare sagen, ja, die leben von Transferleistung, haben dann ihre 7, 8, 9, 10, 11 Kinder und sind nicht voll im Arbeitsmarkt drin, gehen nicht zur Armee und so. Sie werden sehr, sehr stark durchaus auch innerisraelisch kritisiert und wie gesagt, durchaus hat man das Gefühl, es ist en vogue, gegen die auch zu hetzen, ohne den Antisemitismusvorwurf ausgesetzt zu sein. Also ich kann halt nur sagen, von meiner Froschperspektive als Christ wieder, dass die nicht das Problem für uns sind. Das heißt, auch das wird oft auch falsch dargestellt, dass die Ultraorthodoxen mich anspucken würden, die Ultraorthodoxen die Brandanschläge verüben oder die Ultraorthodoxen die Friedhöfe schänden. Nein, das sind nicht die Ultraorthodoxen, das sind die radikalen Nationalreligiösen. Das ist eine ganz andere Gruppe. Und man kann sagen, um die beiden voneinander zu trennen, die Ultraorthodoxen haben dieses, kann man sagen, leicht Weltfremde, die immer sagen, naja, letztendlich muss der Messias das machen. Also die dann immer auch sagen, letztendlich liegt das in Gottes Hand. Die Nationalreligiösen haben die Einstellung, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Deswegen nehme ich die Waffe in die Hand, deswegen siedle ich, deswegen mache ich dies und quasi Gott mit uns. Und da muss ich sagen, finde ich die Ultraorthodoxen in ihrer Einstellung nicht unsympathisch. Natürlich verstehe ich, will die jetzt auch nicht heilig sprechen, die sind natürlich in vielen Fragen, können die auch sehr unangenehm werden. Also wenn sie zum Beispiel als Frau im Minirock durch Mea Shearim laufen, dann erleben sie, dass das auch nicht nur sympathische Menschen sind. Ja. Aber wie gesagt, ich spreche jetzt halt von meiner Froschperspektive, wenn ich so rumlaufe, bekommt Ultraorthodoxer keine Krise. Also das nicht. Also das ist, genau. Deswegen, mir ist ein Anliegen, sie zu verteidigen, weil so viele hauen auf sie drauf
Und ich habe manchmal das Gefühl, man hat das Problem ausgelagert, die sind schuld. Da sage ich, nee. Also die sind nicht der Motor des Nahostkonflikts. Die nächste Frage, Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, geht in Richtung der palästinensischen Gesellschaft. Und es war einfach ganz konkret die Frage, unterscheidet sich die Einstellung der Bevölkerung sehr zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland, was den Konflikt angeht und auch was die Haltung zur Hamas angeht? Der Gazastreifen wird seit 2006 von der Hamas regiert. De facto sozusagen die Hamas ist da einfach die herrschende politische Kraft, während die Westbank, also von der Fatah, von der PA wirklich kontrolliert wird. Also Gaza gehört natürlich formal auch dazu, aber letztendlich hat die PA in Gaza wenig zu sagen, weil wirklich die Hamas. Natürlich hat die Hamas auch einige Hochburgen kommunaler Art in der Westbank, aber genau. Und also von der Einstellung her, ich kann es nur mal sagen durch meine Erfahrung, das Leben in der Westbank ist halt sehr stark davon geprägt, dass man sehr oft Checkpoints hat, dass man sehr oft mit der israelischen Armee konfrontiert wird. Das heißt, die Palästinenser in der Westbank haben sehr stark diese Besatzungserfahrung. Also ich fahre mit dem Auto, bumm, ist schon wieder ein Checkpoint, das sind ja auch mobile Checkpoint, oder ich muss jetzt, wie unsere Angestellten, die dann in Bethlehem sind, aber jetzt über Kalandia fahren müssen, also ganz kompliziert, weil der 300er zu ist und so weiter. Das heißt, diese Abhängigkeit gegenüber Israel ist eine tagtägliche Realität. In Gaza, und das war für mich die interessante Erfahrung, wo ich zum ersten Mal da war, klar, man muss dann durch Eretz, das ist dann alles klar, diese riesige Grenzanlage, aber in Gaza, wie gesagt, außer jetzt, natürlich jetzt, aber hat man keinen einzigen israelischen Soldaten gesehen. Das heißt, es ist quasi ein sich selbst verwaltendes Gebiet, kein Checkpoint, kein Nicht. Das heißt, es war sozusagen ein Gebiet, was auf sich selbst gestellt war, natürlich abgeriegelt von Ägypten und Israel. Das heißt, so gesehen, ja, das kann ich nur sagen, das ist das unterschiedliche Lebensgefühl. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, jetzt aus christlicher Perspektive wieder, wir haben natürlich mit Bethlehem, Bejala, Betzahur dieses christliche Dreieck in der Westbank, was wirklich sehr stark christlich geprägt ist. Das ist natürlich nicht vergleichbar numerisch und qualitätsmäßig zu dem, was in Gaza stattgibt, die noch 1000 Christen, die in Zaitun leben. Das ist natürlich eine ganz verkleine, verschwindende Minderheit. Das heißt also so gesehen, jetzt von christlicher Perspektive ist natürlich die Westbank viel lebendiger und hat viel mehr Gläubige und viel mehr Aktivität als die sehr, sehr kleine Gemeinde in Gaza. Aber letztendlich, die sind verwandt miteinander. Also man kann das jetzt nicht so säuberlich trennen. Das kann ich jetzt sagen bei dem Krieg wieder. Die Familien sind verwandt. Also es gibt jetzt nicht nur die Gazener und hier die Westbänkler, sondern die sind verwandt. Das ist jetzt gleich ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, die palästinensischen Christen. Die Frage war, also es ging ja schon mehrfach um Christen in Gaza, wie es denen dort geht. Die Frage war, wo und wie werden palästinensische Christen unterstützt? Wo gibt es Verbindungen? Wo wird zusammengearbeitet? Findet gemeinsames religiöses Leben statt? Aber auch die Frage, gibt es Unterstützung aus Deutschland, auch von der Kirche in Deutschland, und wie kann man also aus unseren Reihen auch unterstützen? Ja, also was ich erstmal positiv hervorheben muss, und das gilt jetzt für Palästina und Israel bei den Christen, ist die Ökumene. Also Ökumene ist ein Traum. Da ist, jetzt muss ich auch mal sagen, also da ist Deutschland meilenweit davon entfernt, wie Ökumene gelebt wird im Heiligen Land. Zum Beispiel Gaza. Es gibt die beiden großen Vereine, es gibt noch diese kleine Philippuskapelle der Anglikaner und die Baptisten haben da auch noch was, aber ich sag mal, die Heilige Familie, Porphyruskirche. Die Porphyruskirche hat halt einen wunderschönen Taufstein. Jeder Christ in Gaza ist dort getauft, egal welcher Konfession. Das heißt, die haben wirklich die eine Taufe aus dem einen Taufstein. Und es ist auch total üblich, dass man durchaus auch in den Gottesdienst der anderen geht. Und da ist wirklich eine ökumenische Selbstverständlichkeit bis hin, vielleicht haben das viele von Ihnen auch mal erlebt,
wenn Sie einen Christ im Heiligen Land fragen, was bist du eigentlich? Bist du jetzt römisch-katholisch, griechisch-katholisch, syrisch-katholisch, griechisch-orthodox, Anglikaner? Dann können die durchaus ziemlich fauchig werden, können sagen, warum interessiert dich das Trennende? Reicht dir nicht, ich bin Christ, wir haben doch die eine Taufe. Also da ist schon, muss man sagen, ein wirklich mir unter die Haut gehendes ökumenisches Zeugnis, wo wirklich ernst genommen wird, wir sind erstmal Christen. Und wir haben dann verschiedene liturgische und kirchliche Traditionen, aber da wird wirklich ernst genommen, wir haben die eine Taufe. Und da muss ich sagen, das ist schon etwas sehr Glaubwürdiges. Das kann ich wirklich sagen, da bin ich auch gerne wirklich Christ unter Christen mit den verschiedensten Umständen, wo sie leben. Eben als Flughafentoilette putzende Migranten in Tel Aviv, als jetzt in Gaza Ausharrende, als in der Westbank Lebende, als in Israel Lebende. Wirklich dieses Gefühl, wir sind eine Christenheit, wir sind wirklich eine, wir gehören zusammen. Und da ist sehr, sehr, sehr viel gewachsen. Das ist erstmal das Positive zu sagen. Das heißt, es gibt eine unglaublich starke Solidarität, Unterstützung. Also man hört doch wieder, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Wirklich dieses, auch dieser polnische Gedanke, also wirklich dieses auch Gucken umeinander. Ich merke das auch, wir als Domitio. Ja, also allein heute habe ich telefoniert mit dem syrisch-orthodoxen Erzbischof und dem anglikanischen Bischof. Also ich hatte heute allein schon das, also zwei Nicht-Katholiken, die heute mit mir gesprochen haben. Also und das ist aber normal, das ist nicht, oh, da kommt der Fremde, das ist mein Mitbruder. Das ist einfach, wie geht's dir, ich habe gehört und so weiter. Und das ist ganz normal, man guckt aufeinander, man achtet aufeinander und ist nicht in seiner Bubble. Das ist erstmal unglaublich erfrischend, muss ich sagen. Ich liebe das, wirklich. So, die Hilfe, ja, es gibt natürlich, klar, die Caritas Jerusalem, die jetzt so humanitär guckt und da versucht, was möglich ist. Und es gibt natürlich, haben wir auch einige hier im Raum, ich sag mal, die Heiliglandspezialisten weltweit, die wirklich ihr Leben geistig, aber auch finanziell stark dem Heiligen Land in Christen dort widmen, sind die Grabesritter, also der päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Das sind wirklich Menschen, die sagen, die Mitgeschwister im Heiligen Land sind mir nicht egal, die dort sich da sehr engagieren. Und natürlich jetzt in Deutschland, wer ist der Deutsche Verein vom Heiligen Land, der eben auch genau, auch sozusagen als ein Hilfswerk darauf schaut. Genau. Und natürlich, wer will, wenn man zum Beispiel jetzt uns auch kennt, auch andere, natürlich versuchen wir auch zu helfen. Also genau, es gibt Kanäle, wo man helfen kann und das wären jetzt meine Tipps. Also je nach Gusto, Deutscher Verein vom Heiligen Land oder gerne auch mit einem gezielten Spendenzweck an uns. Also wir gucken auch nicht nur nach uns, wir geben auch sehr viel weiter für die, denen es noch viel dreckiger geht und noch viele prekäre Situationen haben, als wir sie haben. Ja, eine weitere Frage war, wie können wir aus Ihrer Sicht von unserem Platz aus positiv wirken im Hinblick auf die Entwicklungen im Nahen Osten, kurzfristig wie langfristig? Können wir etwas tun, dass wir dabei helfen, den Frieden zu fördern, Eskalationen zu vermeiden? Also mir kommen drei Sachen ganz spontan in den Sinn. Die muss ich wirklich mal weitergeben, weil ich die von meinen christlichen Geschwistern andauernd höre. Wenn wieder so ein Konflikt wie jetzt ist, hat man das Gefühl, die halbe Welt geht auf die Straße, entweder pro Israel oder pro Palästina, mit entsprechenden Flaggen, die man dann winkt, israelische oder palästinensische Flagge. Und das Ganze ist dann oft verbunden mit, wir stehen an der Seite des jüdischen Staates, gleich Israel, und wir stehen an der Seite der Muslime, gleich Palästina. Die Christen sagen, wer geht denn für uns auf die Straße? Also wir kommen da gar nicht vor. Und beobachten Sie mal diese Schwarz-Weiß-Zeichner. Die Christen kommen da nicht vor, sondern es wird dargestellt, sozusagen hier die jüdischen Israelis, die IDF, und hier die palästinensischen Muslime gleich Hamas. Dass es aber Christen gibt in Israel, die am 7. Oktober ermordet wurden, ich habe Ihnen das gesagt, dass es Christen in Gaza gibt, wo mittlerweile 27 getötet wurden, das kommt nicht vor. Man hat das Gefühl, das macht das Bild zu kompliziert. Ne? Also es ist doch viel einfacher, wenn man hier sozusagen, keine Ahnung, den Endkampf haben. Westliche Welt gleich Israel, gleich Juden gegen, was ich, Gefahr des Islam, gleich arabische Welt. Gleich, was ich, das ist ja, wir haben das Gefühl, ne? So ein endzeitliches Gelüst des Showdowns, der Westen gegen, keine Ahnung. Und wo man dann sagt, Entschuldigung, es gibt aber Glaubensgeschwister dort. Und das wäre tatsächlich eines meiner ganz kritischen Punkte. Ich glaube, es täte den Christen im Heiligen Land gut, wenn sie mal erleben würden, ihre Glaubensgeschwister
kümmern sich um sie und interessieren sich für sie und meinen nicht, sie müssten jetzt entweder die Israel- oder die Palästina-Flagge schwenken, sondern zu sagen, ja, wir sind mit unseren Glaubensgeschwistern, die im Heiligen Land auf beiden Seiten leiden, auf beiden Seiten. Und deswegen verbietet es sich eigentlich für mich als Christ, sich eindeutig zu positionieren, weil man fällt einem Teil unserer Glaubensgeschwister damit in den Rücken. Also knallhart sein. So, genau, das war das Erste. Das Zweite, ich glaube, ja, tatsächlich natürlich das, was ich gesagt habe, jetzt in diesem Sinne eben nicht nur bekennt, sondern eben auch aktiv folgen lässt. Wie gesagt, also wenn man wirklich das kennt, vielleicht auch guckt, wie kann man unterstützen und wie kann man, das wäre eine sehr praktische Empfehlung zu unterstützen, als Pilger mal kommen, wirklich kommen ins Land. Auch jetzt schon planen, es gibt noch eine Reisewarnung, aber gerade die Christen leben vom Pilgertourismus. Und das ist schon etwas, da muss ich jetzt auch mal Kritik üben, ich habe ja oft auch Vorträge gehabt in Friedenszeiten vor sehr gemischtem Publikum. Dann war das oft so, dass die Juden und Muslime nach dem Vortrag zu mir kamen und gesagt, ja, haben Sie nicht noch einen Platz im Koffer, ich würde gerne mit und oh, mal wieder Jerusalem Al-Quds. Und bei den Christen die erste Frage, ja, ist es denn sicher? Ja, und da muss ich schon sagen, also ich würde mir wünschen, dass meine christlichen Glaubensgeschwister diese Jerusalem-Sehnsucht haben, die ich von Juden und Muslimen kenne. Und da muss man schon sagen, hey, es ist der Ort, wo unser Herr und Heiland ans Kreuz geschlagen wurde und von den Toten auferstanden ist. Also ich wundere mich, wie ja, wenig Bezug da ist zu diesem Heiligen Land. Also da können wir wirklich Christen von Juden, Muslimen uns eine riesige Scheibe abschneiden, was die Sehnsucht betrifft. Das wäre mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, den kann ich jetzt als gläubiger Mensch sagen, ich bin davon überzeugt, es wirkt und es tut etwas. Einfach beten auch. Im Gebet die Menschen vor Gott hintragen und wirklich auch jetzt nicht unbedingt so zielgerichtet beten, ne? Herr, lass siegen den oder den siegen oder hin und her, sondern einfach hinhalten. Und das machen wir tagtäglich einfach, ja, dass man weiß, wir stehen auch als Menschheit gemeinsam vor Gott und flehen ihn an, dass er barmherzig ist. Ja, noch eine Frage dazu, wie wir umgehen können mit der Situation. Sie leben ja, ja im Miteinander, aber auch im Spannungsfeld verschiedener Religionen, Konfessionen. Können Sie aus Ihrer Erfahrung Argumentationshilfe geben, wenn wir hier in Deutschland Antisemitismus, aber auch anti-islamischen Tendenzen begegnen? Ja, also ich glaube, eine Übung, die ich wirklich... Also ich sag mal, ich gehe sogar noch mal weiter. Oft fragen mich dann auch Lehrerinnen und Lehrer, ich erahne das jetzt, wenn man Unterricht hat, man hat eine gemischte Klasse, die natürlich dann entsprechend vom Elternhaus eventuell noch mal ein ganz klares Weltbild mitbekommen. Wie kann man da Empathie wecken? Wie kann man auch die verschiedenen Perspektiven bringen? Und ich glaube, was wirklich religiös hilft, ist diese Übung mal von der anderen Religion schwärmen. Wir sind nämlich, glaube ich, extrem gut drin, zu sagen, warum wir Christen sind und warum wir katholisch sind und warum wir das und was sind und das andere, nee, also da können wir auch genau sagen, warum wir da keine Lust zu haben, weil so. Aber die Frage wäre, lasse ich mich eigentlich mal darauf ein, zu sagen, wo gibt es total faszinierende Elemente der anderen Religionen, die in dieser Art und Weise, in dieser Fokussiertheit in meiner Religion gar nicht so stark sind. Und ich finde, wenn man da sich wirklich mal auf den Weg macht, und ganz liebevoll neugierig sich der anderen Religion nähert und zu sagen, du, ich will jetzt mal verstehen, was ist die Faszination an dir? Ich finde eigentlich jeder Christ, wenn es darum geht, gegen Antisemitismus, Islamhass, sollte eigentlich mal versuchen, was so faszinierend am Judentum ist und was so faszinierend am Islam ist. Da kann ich sagen, das ist eine super spannende Entdeckungsreise, weil es sind zwei echte Hochreligionen, die echt was zu bieten haben. Und ich muss sagen, der Dialog tut uns richtig gut als Christen mit diesen beiden Hochreligionen. Da profitieren wir auch von. Und den anderen eben nicht dämonisieren, nicht abwerten, sondern wirklich. Und ich glaube, das ist für mich auch das beste Gegengift,
gegen all diesen Hass, gegen diese Überlegenheit, weil dann kann ich nicht mehr so kommen, ja, das ist hier die primitiven Juden, die primitiven Muslime oder sonst was. Nee. Das sind zwei Hochreligionen, die also, genau. Also das wäre wirklich das. Und da ist auch eine Übung, ist auch ökumenisch, super Übung, kann ich auch empfehlen. Also tatsächlich, also empfehle es wieder, auch zu sagen, eine andere Konfession. Was fasziniert mich als Katholik an der Evangelischen? Was fasziniert mich als Katholik an den Orthodoxen? Was fasziniert mich an den Orientalisch-Orthodoxen? Was fasziniert mich an den Freikirchen? Natürlich, klar, ich bin sofort schnell, was ich irritierend finde, klar, natürlich. Aber was fasziniert mich? Wo? Und ich finde, es gibt Minimum einen Punkt. Und wer den Punkt nicht findet, was ihn fasziniert, ist einfach denkfaul. Einfach weiter gucken, weiter. Es gibt das. Weil die Menschen, die dieses Christentum anders nehmen, als ich es tue, oder die wirklich gläubige Beter im Judentum und Islam sind, das sind ja keine irgendwie dummen Leute. Das sind Menschen, die wirklich spirituell genährt werden von dieser Religion, von dieser Art und Weise zu leben. Und da würde ich wirklich sagen, wenn wir uns auf den Weg machen, dann haben wir auch keinen Antisemitismus, Islam, aus keinen Christenhass mehr. Uns haben einige Fragen zum religiösen Leben auch in Ihrer Abtei erreicht. Danke. Aber zunächst noch eine Frage zu den Pilgern, die Sie auch gerade noch mal ermutigt haben, die Pilgerreise zu planen. Es wurde nämlich gefragt, wie kann man das denn tun? Also was sind mutige Punkte? Da haben Sie schon einiges genannt. Es kam noch eine Ergänzung. Wie kann man denn als gläubiger Pilger damit umgehen, in ein Land zu fahren, in dem ein Konflikt ist? Und wie kann ich das also vernünftig tun, ohne sozusagen da irgendwie meine Tourismusreise zu machen und das Ganze vollkommen auszublenden? Wie kann man sowas vernünftig in sein religiöses Leben integrieren als Pilger? Genau. Also erstmal würde ich sagen, da kann ich erstmal Ängste nehmen. Die einheimischen Christen würden sich freuen, wenn Pilger kommen. Also jetzt nicht um die Ecke fünfmal denken, ja, kann ich denn kommen, weil ist doch... Also da erstmal sagen, kommen. Die Christen freuen sich und wirklich, das wäre auch gerade die Solidarität, wir sind nicht vergessen, die Menschen kommen. Und da ist man wirklich, da sozusagen nicht zu viel grübeln, sondern wirklich da kommen. Also da, das wird schon richtig wahrgenommen. Natürlich verstehe ich, und es gab mal diesen Vorwurf auch, ich weiß gar nicht, wer ihn zuerst erhoben hat, dass das Heilige Land so eine Art christlichen Disneyland wird. Das sind nämlich sozusagen die Pilgergruppen, die so hop on, hop off von dem Bus und sozusagen keinen Kontakt mit irgendeinem lebenden Christen haben. Da würde ich schon sagen, aber da gibt es genug Reiseanbieter und da können wir jetzt hier gerne von Bayerischen Pilgerbüro über Deutscher Verein vom Heiligen Land, von Biblische Reise, ich will jetzt keinen, also es gibt wirklich gute Anbieter auf diesem Markt, die das auf dem Schirm haben, dass es eben nicht so eine Art Disneyland-Tour wird, also wo man irgendwie tote Steine sich anguckt, sondern auch die lebendigen Steine trifft. Und zum Beispiel gerne als Abt der Domitio bin ich immer regelmäßig auch gern dazu bereit, Pilgergruppen zu empfangen, auch meine Mitbrüder. Ich weiß es auch von vielen anderen, die sich auch freuen, auch gern mal Gottesdienst feiern, was ich mit einer Klostergemeinschaft, mit einer Pfarrei, mit einem, also da gibt es auch wirklich sehr sinnvolle, gute Angebote. Da würde ich halt drauf achten. Ich würde halt nicht so eine Pilgertour machen, wo man sagt, gut, wir waren irgendwie da und da und da, aber gesprochen haben wir mit niemandem. Das sind dann die Leute, die dann so heimkommen und sagen, ja, war alles super, wo ist denn der Ostkonflikt oder so. Genau. Also man sollte schon sich auch, genau, und ich glaube, das ist das, was die Christen im Heiligen Land auch nochmal, die wollen einfach, dass sie wissen, und das ist nämlich, was sie erleben. Es gibt so viele Solidaritätsreisen von Juden und so viele Solidaritätsreisen auch von Palästinensern. Es gibt ja auch quasi, ich muss ja sagen, es gibt ja eine riesige palästinensische Diaspora von Muslimen, es gibt eine riesige Diaspora auch von Israelis, Juden, die leben. Und man hat das Gefühl, und das, da haben die Christen einen Punkt, da gibt es ganz viel Solidarität, ganz viel Zuhören, ganz viel Kommunikation, ganz viel Kontakt, ganz viel sozusagen Katalysatorfunktion. Und die Christen sagen, ja, wir sitzen hier und keiner interessiert sich. Wir haben doch angeblich über 2 Milliarden Christen auf der Welt, wir merken es gerade nur nicht so. Eine Frage hat uns erreicht zu den Kontakten Ihrer Abtei zum israelischen Staat. Sie haben ja einige Projekte angesprochen, die Sie auch und Tätigkeiten, die Sie, wie Sie versuchen, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Erfahren Sie da Unterstützung, wurde gefragt. Und wie sieht die aus oder gibt es auch Probleme?
Genau, also da hat es der lateinische Patriarch gesagt, die jetzige Regierung ist tatsächlich schwierig. Wir haben kaum Ansprechpartner, die unsere Sorgen sich anhören. Immerhin, wem ich hoch anrechne, wer auf X, vormals Twitter, Solidarität auch gepostet hat, war Israel Katz, der israelische Außenminister. Es gibt immer mal wieder durchaus auch Zeichen, dass man wahrnimmt, auch die Situation von uns Christen. Enger ist tatsächlich unser Kontakt zur Zivilgesellschaft. Da kann ich wirklich sagen, also wir sind mit sehr, sehr vielen jüdischen Israelis befreundet und versuchen dort auch sehr, sehr viel ja, zusammenzumachen. Bis hin eine Sache, die ich vielleicht auch nochmal, vielleicht so eine Hoffnung zeichnen, dass ich auch nochmal teilen will, weil die haben mir gerade geschrieben in der Pause, ich habe es gerade Achim auch gesagt, wir haben direkt nach dem Krieg, haben wir 6 Wochen lang in Tapka, im Bet Noah, eine große Gruppe jüdischer Behinderter aufgenommen aus dem Süden, die zwischen Beersheba und Gaza leben. Und die Behinderten sind halt so immobil, wenn da ein Raketenalarm war, keine Chance, in den Luftschutzbunker zu gehen. Die hätten quasi wochenlang im Luftschutzbunker leben müssen. Was das natürlich mit der Psyche macht, ist nicht, kaum auszudenken. Also haben wir denen gesagt, wenn es euch gut tut, kommt nach Tapka. Hier haben wir keinen Raketenalarm, hier ist auch dieses Paradies, was wir haben. Alle anderen Gruppen haben auch abgesagt, kommt. Da hatten wir wirklich 6 Wochen lang diese Gruppe von jüdischen Behinderten, ihren Betreuern. Und zum Beispiel, die haben mir jetzt alle ganz berührend geschrieben. Haben gesagt, sie haben auch erfahren, was mir passiert ist. Und dann wirklich ganz, wenn man dann sieht, wieder mit ihrer Handschrift dann so. Und dann auch sagen, ja. Und wirklich, wir sagen einfach nochmal Danke. Und dass ich doch wisse, dass es auch andere Juden gibt und dass sie sich da. Also ich werde denen auch antworten, natürlich. Aber wo ich dann auch schon merke, das ist halt dieses Berührende. Und ich muss sagen, das ist die Ebene, die auch Freude macht. Also wirklich mit der Zivilgesellschaft, mit den Menschen, mit denen. Und ich muss sagen, unser Hauptfokus ist die Zivilgesellschaft auf beiden Seiten. Es gibt eine Frage, die man so ein bisschen daran anschließen könnte, nämlich wenn Sie so viel im Kontakt sind mit Menschen, spielt es eine Rolle, dass Sie als Deutsche im Heiligen Land leben, insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte Israels? Und vielleicht, ich ergänze das direkt um eine ganz konkrete Frage, also jemand hat geschildert, dass es Ihnen sehr aufwühlt, konfrontiert zu werden mit dem Völkermordvorwurf gegen Israel, also das, was Israel tue, in Gaza ein Völkermord sei. Fühlt man da anders in der konkreten Lage, als Deutscher in diesem Konflikt irgendwie mit zu sein? Und was spielt das für eine Rolle auch im alltäglichen Austausch dann bei solchen Aktionen? Genau, ich glaube, das ist der größte Aha-Effekt. Ich erinnere mich noch, als ich im Studienjahr war, 2001, ich war so ganz beklemmt, dachte ich, oh je, ne? Man weiß ja vom Geschichtsunterricht, ne, was wir Schlimmes getan haben. Und man denkt, oh Gott, darf man überhaupt Deutsch sprechen in der Öffentlichkeit, wenn ich da enttarnt werde, oh je, oh je, oh je. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also mein Deutschsein ist total uninteressant. Ich wurde nicht ein einziges Mal attackiert oder angegriffen, anti-deutsch sozusagen, sondern mein Christsein, das spielt eine enorme Rolle. Also da kriege ich sehr, sehr viel Rückmeldungen und das ist tatsächlich sehr präsent. Ich bin auch in dem Sinn in der Wahrnehmung, ich bin der Abt der Domitio, ich bin einer der leitenden christlichen Figuren. Dass ich noch Deutsch bin, das wird manchmal erwähnt, manchmal wird das gar nicht erwähnt, spielt eigentlich auch keine Rolle. Und da muss ich wirklich sagen, das ist tatsächlich auch so ein absolut interessanter Aha-Effekt. Wir werden wahrgenommen, Domitio, als eine deutschsprachige Abtei, natürlich, weil die deutschen Politiker auch zu uns kommen, weil wir natürlich klar auf Deutsch beten, das deutsche theologische Studienjahr haben, natürlich schon. Aber da kommt keiner jetzt um die Ecke und sagt, ja, eure Vergangenheit hin und her und so. Also das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Und da können wir auch sagen, die Domitio in der Nazi-Zeit, da haben wir durchaus auf Leute, auf die wir unglaublich stolz sind. Also zum Beispiel Benedikt Stolz ist ein Gerechter unter den Völkern. Es gibt ein wunderbares Buch über den Infernus, Dr. Arno Stolz. Also da kann ich wirklich sagen, da bin ich auch gesegnet mit der Geschichte meiner Abtei. Ich danke meinen anderen, einer meiner Vorgänger, Leo von Rudloff, ist einer der 3 Väter der Erklärung Nostra Aetate gegenüber den Juden. Also wir sind eigentlich die Abtei, die wirklich bekannt ist dafür, der Think Tank zu sein für jüdisch-christlichen Dialog. Und deswegen finde ich es auch umso absurder, wenn Leute mir dann um die Ecke kommen mit euch Unterstellungen, wo ich dann sage, also wirklich, wenn das jemand sozusagen der DNA drin hat, jüdisch-christlicher Dialog, dann sind es wir Mönche der Domitio.
Also bis hin auch, ich würde gern allen, die mit irgendwelchen Vorwürfen gegen mich kommen, einfach mal meine Doktorarbeit zur Lektüre empfehlen, die sich auch darum das Thema beschäftigt. Also das heißt wirklich, also, aber tatsächlich, das Deutschsein ist mir noch nie negativ gekommen. Eher positiv, tatsächlich Deutscher wird von beiden Seiten doch sehr geschätzt, als einfach ein Land, was sich engagiert und konstruktiv engagiert. Ja. Trotzdem nochmal auf die Frage nach dem Vorwurf an Israel, der ja auch auf politischer Ebene ausgetragen wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das, was dort getan wird, soll ein Völkermord sein. Wie gehen Sie damit um? Ist das ein Wording, was man übernehmen könnte oder ist das einfach zu scharf oder hält man sich da besser ganz raus aus diesen Konfliktlinien? Also das sind halt diese, immer ich finde, das sind grundsätzlich diese absoluten, wie soll man sagen, diese schrillen ganzen Worte. Ich bin kein Schriller. Also es gibt ja genau die, die immer sagen, ja, Israel ist ein Apartheidstaat und jetzt ist Völkermord. Auf der anderen Seite sowieso, wer Israel kritisiert, ist gleich Antisemit und so. Das sind immer dieses, nach dem Motto, drunter machen wir es nicht. Und da würde ich sagen, ich glaube, wir brauchen auch eine, also ich finde ja, die Worte sind auch so brutal, die wir gerade haben. Also es gibt immer diese Maximalworte. Und es gibt ja zum Teil auch Vorwürfe auf der anderen Seite. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ohne Hintergedanke einfach nur sage, am 7. Oktober wurden auch 4 Filipinos getötet. Da gibt es schon Leute, die sagen, der Antisemit nur getötet, die wurden ermordet, nicht getötet und so weiter. Und das ist halt der Punkt. Also wenn wir nur noch so lauern, nach dem Motto, haben wir auch immer die maximale Wording, also quasi unter Genozid geht es nicht und unter quasi bestialisches, singuläres Massaker, am 7. Oktober geht es auch nicht, würde ich sagen, ja, also Leute, das heißt, es ist einfach dies, wo ich sage, wem ist da geholfen, wenn es diese verbale komplette Aufrüstung gibt und so. Und da muss ich sagen, das ist einfach nicht meine Sprache. Also ich bin niemand, der jetzt darum sucht, habe ich jetzt noch einen größeren Superlativ, den ich bringen kann. Und da komme ich wieder, vielleicht bin ich auch der dann sagt, naja, ich sehe einfach, Menschen sterben durch Menschenhand. Menschen werden durch Menschen getötet. Und das ist einfach, was mir die Seele bricht. Und ich habe dann auch irgendwie keine Lust, ich bin nicht nebenberuflich Völkerrechtler, ich bin nicht nebenberuflich Sicherheitsexperte, ich bin auch kein Nahostexperte, ich bin auch kein, also das ist immer, wo ich dann sage, ich glaube, unsere Aufgabe als Kirche ist nochmal diese Perspektive, die ich glaube ich in der ersten Stunde mit Armin auch sehr klar gemacht habe. Deswegen, mir hilft es immer wenig, wenn wir dann so einen Kampf um Begriffe haben. Und ja. Eine hätte ich noch, die glaube ich auch von mehreren gestellt wurde noch. Und zwar ging es ganz konkret um die Kontakte der Abtei nach Gaza, gerade im Moment. Wir haben gehört, Sie haben Requiem gefeiert für die in Israel getöteten Christen. Geht sowas auch für die Christen in Gaza? Funktioniert das oder ist das völlig ausgeschlossen in der aktuellen Lage? Und was ist da die Perspektive? Wie können Kanäle da vielleicht auch wieder wachsen und aufgebaut werden? Also momentan kommt man nicht nach Gaza rein. Also ich weiß auch, die Journalisten international kommen nicht rein, worunter sie sehr leiden, weil de facto es gibt einen großen Wunsch der internationalen Journalisten, von Gaza unabhängig berichten zu können, was momentan nicht möglich ist. Deswegen, also bevor ich nach Gaza wieder reinkomme, das würde sehr, sehr, sehr lang dauern. Was wir tun, um auch da klar zu sagen, unsere Haltung, vielleicht haben das viele mitbekommen, wir haben die berühmte Weihnachtsaktion, wo wir Namen tragen in der Heiligen Nacht unter Gebet zum Geburtsstern, zum Geburtsort Christi. Und da haben wir tatsächlich mehrere Wünsche bekommen, auch von Israelis und Palästinensern, die gesagt hat, bitte nehmt ihr auch die Opfer mit, von beiden Seiten. Das heißt, auf unserer Rolle standen alle namentlich bekannten Ermordeten vom 7. Oktober. Es standen alle, die Christen, weil die haben wir namentlich alle, die in Gaza getötet wurden. Und wir hatten dann sogar für damals, das waren 23.000 getötet, oder wir auch Stellvertreter auf der Rolle für jeden Menschen, wo wir den Namen nicht wissen, dass wir sagten, wir tragen auch alle Verstorbenen von beiden Seiten zur Krippe. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein wunderbarer Aspekt zum Schluss gewesen. Ich finde das gerade auch großartig. Gestern Abend hast du mir erzählt von den 150 Psalmen, die ihr gebetet habt, um einfach der Sprachlosigkeit ein Wort zu geben. Gerade darin, denke ich, liegt auch eine eurer Stärken, dann Ausdrucksformen zu finden, die die intellektuelle Ebene verlassen, manchmal auch die sprachliche und einfach Zeichen setzen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe ein paar Kleinigkeiten noch zu vermelden. Das eine ist, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob man, du hast auf die dramatische Lage von euch hingewiesen, ob man spenden kann. Natürlich, das kann man. Dann möchte ich schließen mit einem Dank, natürlich im Augenblick gerade jetzt für die letzte Stunde an Frau Dr. Löffler und Herrn Judith für das Sortieren und auch Stellen der Fragen, an alle von Ihnen, die Fragen eingereicht haben, also sicherlich auch im Stream und in den KIBs vor Ort. Alle, die heute Abend live oder im Stream mit dabei waren, mitgedacht haben, die Schwarmintelligenz, die wir hier versuchen zu pflegen, unterstützt haben. Ja, aber vor allen Dingen natürlich an dich, lieber Nikodemus, für deine Zeit heute hier bei uns. Wir wünschen dir natürlich für deine Gemeinschaft, für deine Stadt und für dein Land Frieden. Und ich sage danke, dass du da warst. Es war ein bereichernder Abend und ich denke, da spreche ich für alle. Applaus